Konnichiwa, meine Freunde, schön, dass ihr wieder da seid zu einem weiteren Japan-Quiz. Sagt man das so, japanisch Quiz, ihr wisst schon, was ich meine. Anscheinend habt ihr Bock, wieder mitzurätseln. Ich würde sagen, bevor wir aber anfangen, lösen wir erstmal das von letzter Woche auf. Denn letzte Woche hatten wir zur Auswahl die Geschichte über den Anime Tokyo Tower von One Piece, das Tenkyu, um damit ins Weltall zu fliegen und natürlich noch das Museum in der Edo-Zeit. Wie eigentlich fast alle richtig geraten haben, wie zum Beispiel hier und hier, ist es so, dass es keinen Tenkyu gibt, in dem man zum All fliegen kann und so weiter. Aber es ist natürlich auch nur halb gelogen, denn sowas gibt es. Man kann für eine gewisse Summe ins All fliegen, aber eben in Amerika und nicht in Japan. Also so abwegig war es gar nicht, Leute. Aber kommen wir jetzt zum neuen Quiz. Los geht's! Es ist wieder wie letzte Woche. Ich erzähle ein paar Geschichten. Die können wahr oder falsch sein. Ihr könnt entscheiden, was wahr und was falsch ist. Ihr Jonathan Baum. Also, dass grundsätzlich die Japaner da verrückt sind, ist ja klar, was das Essen angeht. Aber so verrückt hätte ich jetzt nicht gedacht. Denn in Japan gibt es Restaurants, in denen man aus Toilettenschüsseln essen kann. Man kann auch Desserts bestellen, die aussehen wie ein Kackehaufen. Also alles, was sich um das Badezimmer, um die Toilette dreht, um Puh, um Kaki-Kaki, das ist in diesem Restaurant vertreten und ich weiß nicht, ob mich das gerade so antörnt, aber ja, das kann man dort auf jeden Fall machen. Würdet ihr in sowas reingehen? Kommen wir zur Geschichte 2. Ja, man kennt ja, Japaner sind so ein bisschen empfindlich, wenn es um Tattoos geht. Denn die sind ja da ein bisschen, ja, altmodisch eingestellt, beziehungsweise die lassen sich da noch nicht so ganz ein. Es ist noch nicht ganz so akzeptiert, vor allem durch die Yakuza weiß man ja, dass die das eigentlich ein bisschen, ja, zurückhalten. Man kann zum Beispiel auch nicht einfach in den Onsen rein, wenn man tätowiert ist, da ist es ein bisschen blöd. Aber man muss trotzdem sagen, die Japaner lieben die Kunst, denn es kommt ja schon aus der alten Zeit und früher waren ja die Krieger auch schon tätowiert. Die Technik bewundern die extrem und deswegen wurde in Japan auch als allererstes wirklich eine Tattoo-Maschine entwickelt, die euch wirklich selber sticht. Also es bedeutet, ihr legt euren Arm als Beispiel rein, es wird vorher eingescannt über den PC und ihr könnt dann euch das Tattoo stechen lassen. Da kannst du dann dem Computer vollheulen, wie sehr dein Tattoo gerade wehtut beim Stechen. Aber naja, der Vorteil ist natürlich auch für die Menschen, es geht deutlich schneller als bei einem normalen Artist. Aber ja, ich weiß auch nicht. Würdet ihr das machen? Euch unter so ein Gerät legen? Aber wenn du schon solche Schmerzen hast, kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ein bisschen entspannen. Denn in Japan gibt es ja die normalen Onsen. Die kennt ihr ja, dass man baden geht zusammen. Und das sind ja immer Gemeinschaftsbäder. Manchmal, meistens immer Mann und Frau. Ihr kennt das aus Animes. Aber es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, für ein gutes Sümmchen Geld, wenn du dort zu Besuch bist, kannst du dir auch einen Hotelaufenthalt mieten. Das bedeutet, du bleibst dann ein, zwei Tage dort und hast einen Privat-Onsen für dich komplett alleine und kannst da chillen, schlafen, essen, sonstiges. Kostet zwar echt ein bisschen was, aber wer hat nicht schon mal die Fantasie gehabt, mal ein schönes Stündchen zu zweit da mal eine Nacht zu verbringen? Stündchen, Nacht, was? Ihr wisst schon, was ich meine. Aber jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr von den Geschichten? Ist wahr, um was ist gelogen? Die Lösung gibt's natürlich nächste Woche am Samstag wieder zum nächsten Quiz, wenn ihr denn Bock habt. Ansonsten spammt mal schön die Kommentare voll und ich bin gespannt, was ihr so antwortet. Dann sehen wir uns nächste Woche, beziehungsweise jeden Tag, denn es kommt ja immer ein Video. Aber sayonara, meine Freunde, viel Spaß beim Rätseln.